Die Mona ist auch dabei. Ja. Selbst Goethe, Brecht und Schiller waren das tötensmächtige Killer. Die werden gemeinsam Texte schreiben. Ein Poetry Slam ist eine ganz, ganz wunderbare Veranstaltung und ein ganz wunderbares Format, um selbstgeschriebene Texte einem Publikum vorzutragen. Jeder und jede kann tatsächlich auch Texte schreiben und performen. Hier im Lentos kann man das üben beim Poetry Art Workshop. Nach Egon Schielen heißt die ganze Geschichte. Wir werden auch Wortspiele machen, noch mehr. Wir werden Texterarbeitungen machen, noch mehr. Und es wird sehr, sehr schön. Selbst Goethe, Brecht und Schiller waren des Tötens mächtige Killer, denn diese Bengel formten Dramen, jedoch in streng genormte Rahmen. Ich male Bilder in meinem Kopf, sprühe bunte, wilde Gedankentropfen in meine Welt und verdecke den Dreck, der sich dort festsetzt. Denn das Leben ist nur ein Raum, zwei Gedanken, fünf Sinne, ein Körper, drei Dimensionen, viele Menschen, aber kein Traum. So oder so ähnlich könnten sich Poetry Slam Texte anhören. Kommt zu uns in das Lentos zum Workshop von Mitte April bis Ende Juni und zur Abschlussveranstaltung am 20. Juni zum großen Open Air Poetry Slam im Freideck im Lentos und lasst uns von Chris, Jasmin und mir, dem Sevi, erklären, wie Poetry Slam Texte funktionieren, wie man die am besten auf der Bühne vorträgt und wie man das Publikum so richtig geil anheizen kann. Kommt vorbei, das wird geil und für die Besten unter euch und für das Publikum gibt es auch noch Fitzers.